Herren, ich darf Sie zur heutigen Pressekonferenz hier in der Landespolizeidirektion Eisenstadt begrüßen. Wenn wir gestern in zwei Pressekonferenzen darüber berichtet haben, dass wir als Exekutive im Bereich Neusiedl, im Bereich Bahndorf einen LKW aufgegriffen haben, wo wir im Bereich der Ladefläche tote Menschen vorgefunden haben, wenn wir gestern darüber berichtet haben, dass höchstwahrscheinlich 20 bis 50 Personen bei diesem tragischen Vorfall zu Tode gekommen sind, so müssen wir heute leider nach den Erkenntnissen und Erhebungen der Nacht, wo wir das Fahrzeug zur Gänze sichten können, wo wir die Leichen bergen konnten, so müssen wir heute bekannt geben, dass es sich um 71 Personen handelt, die bei diesem tragischen Unglück zu Tode gekommen sind. Bei diesen 71 Personen handelt es sich um 59 Männer, es handelt sich um 8 Frauen und um 4 Kinder, davon ein 1- bis 2-jähriges Kleinkind, ein Mädchen, 3, 8- bis 9-, 10-jährige Buben. Es wurde auch im Zuge der Ersterhebungen hier ein syrisches Reisedokument vorgefunden, sodass wir in einem ersten Ansatz natürlich davon ausgehen, dass es hier um Flüchtlinge, dass es sich hier um Flüchtlinge handelt, aber im Konkreten möglicherweise, dass es sich hier um eine syrische Flüchtlingsgruppe handelt. Was wir ausschließen können, auch aufgrund des Augenscheins, den wir genommen hat, dass es sich um eine afrikanische Flüchtlingsgruppe handelt, das können wir derzeit ausschließen. Natürlich haben wir parallel dazu, zu diesen ersten Erhebungen vor Ort, auch unsere Ermittlungen begonnen, intensiv begonnen mit unseren ungarischen Kollegen, intensiv begonnen auch mit der Staatsanwaltschaft Eisenstadt. Und ich kann Ihnen auch heute und im Zuge dieser Pressekonferenz berichten, dass wir zum jetzigen Zeitpunkt 3 Personen in Ungarn in Haft haben, wovon wir ausgehen, dass das hier wirklich die Spur ist, die uns zu den Tätern führen wird. Wir gehen davon aus, dass ein Täter, ein bulgarischer Staatsangehöriger libanesischer Herkunft, der aktuelle und derzeitige Fahrzeughalter ist. Wir gehen davon aus, dass bei 2 weiteren Tätern, die in Haft sitzen, ebenfalls ein bulgarischer Staatsangehöriger und eine Person mit ungarischer Identitätskarte, wo wir die Staatsangehörigkeit noch nicht festgestellt haben, dass es sich bei diesen 2 weiteren Personen mit ziemlicher Sicherheit um jene Personen handelt, die das Fahrzeug gelenkt haben. Ich möchte die Gelegenheit ad hoc jetzt auch nutzen, weil bei uns in der Landespolizeidirektion im Laufe des gestrigen Tages, im Laufe des gestrigen Abends doch einige E-Mails, doch einige Anfragen gekommen sind, wonach Personen, wo Menschen Angehörige suchen, wo gemutmaßt wurde, wo Personen vermisst werden, wo Anfragen vorhanden sind, ob es sich hier auch um Familienmitglieder handelt. Und in diesem Zusammenhang möchte ich eine Hotline bekannt geben, wo sich jeder hinwenden kann, wenn er hier Hinweise hat, wenn er Angehörige sucht, wenn er Menschen sucht, die er möglicherweise im Fluchtweg, auf der Flucht hier verloren hat und hier nicht weiß, wo diese Menschen sind. Wir sind gerne bereit, hier Hilfestellungen zu geben, weil es natürlich auch ein ganz wesentlicher Faktor für uns ist, hier am Ende dieses Vorfalls alle Menschen zu identifizieren und auch Angehörige, soweit wir das natürlich können, zu verständigen. Diese Nummer ist eine Nummer der Landespolizeidirektion Burgenland, darf sie jetzt bekannt geben, 059 133 10 und 4 mal die 3. Das ist eine Hotline, die rund um die Uhr besetzt ist und wo wir gerne Anfragen, Hinweise in dieser Art und Weise entgegennehmen. Das war dem Grunde nach meine Erstinformation. Ich darf jetzt den leitenden Staatsanwalt bitten um seine Ausführungen. Ja, meine Damen und Herren, ich darf Sie zunächst auch herzlich begrüßen. Herr Staatsanwalt, könnten Sie die Türen tauschen, damit Sie... Ich darf Sie zunächst herzlich begrüßen zu dieser Pressekonferenz. Darf mich
bei Ihnen erstens bedanken und Sie auch zweitens ersuchen, um einen respektvollen Umgang im Zusammenhang der journalistischen Aufarbeitung dieses unfassbaren Dramas. Für mich ist es heute nicht so einfach, zur professionellen Tagesordnung überzugehen. Ich war gestern vor Ort und habe mitverfolgt, wie Kräfte der Polizei gemeinsam mit der Gerichtsmedizin diesen LKW entladen haben und mit großer Sorgfalt und größtmöglicher Bedachtnahme auf die Beweissicherung, also eine erste Sicherung der Leichen vorgenommen haben. Mein Hauptthema heute wird sein, der juristische Hintergrund für die europäischen Haftbefehle. Aufgrund der Ermittlungsergebnisse, die das Landeskriminalamt Burgenland gemeinsam mit ungarischen Behörden in unglaublicher Arbeit gestern noch gewinnen konnten, wurden in der Nacht von der Staatsanwaltschaft Eisenstadt europäische Haftbefehle gegen vier Personen erlassen. Dazu gibt es bereits auch Festnahmen, und diese europäischen Haftbefehle der Staatsanwaltschaft Eisenstadt sind Grundlage dafür, dass in Ungarn derzeit mehrere Personen in Haft sind. Ob und wann die verhafteten Personen tatsächlich nach Österreich überstellt werden, hängt letztendlich auch davon ab, wie sehr sich die ungarischen Justizbehörden für die Bearbeitung dieses Falles, der auch einen ungarischen Bezug hat, zuständig erachten. Das heißt, es ist derzeit nicht absehbar, wann diese Personen tatsächlich in Österreich, in der Justizanstalt Eisenstadt, aufhältig sein werden. Mir ist es ganz wichtig, hier an dieser Stelle, weil das nicht selbstverständlich ist, mich bei den Kräften der Landespolizeidirektion Burgenland, den assistierenden Kräften des Landeskriminalamtes Niederösterreichs herzlich bedanken. Es wurde gestern wirklich Außergewöhnliches geleistet, und ich denke auch, dass die Ergebnisse, die heute hier präsentiert werden können, nicht selbstverständlich sind für einen derartigen Fall, der doch auch einige Komplexität aufweist. Sehr geehrter Herr Landespolizeidirektor, Herr Staatsanwalt, meine sehr verehrten Damen und Herren, gestern war für uns alle ein Tag der Trauer, ein Tag der Emotion. Und dieser Tag gestern hat angesichts dieser Tragödie gezeigt, dass es sich bei Schleppern um Kriminelle handelt und nicht um einfache Fluchthelfer. Dieser Tag hat uns aber nicht nur betroffen gemacht, sondern soll Aufruf und Weckruf sein, soll Mahnung sein, hier rasch gemeinsam zu europäischen Lösungen zu kommen. Was sind die nächsten Schritte, die hier zu setzen sind? Zum Ersten ist es wichtig, aus den Krisen- und Kriegsregionen legale Wege nach Europa zu schaffen. Zum Zweiten ist es wichtig, an den Ursachen anzusetzen, die Ursachen zu beheben, Perspektiven für die Menschen in den Regionen zu schaffen, damit sie in ihrer Heimatregion bleiben können. Und zum Dritten müssen wir mit aller Härte und mit Null Toleranz gegen die Schlepperei ankämpfen. Und gerade wenn es um den Kampf gegen die Schlepper geht, ist die Polizei nicht nur national, sondern vor allem international gefordert. Gestern diese unsagbare Tragödie hat uns alle betroffen gemacht. Unser Mitgefühl gehört den Familien und Freunden der Opfer, aber Betroffenheit und Mitgefühl ist zu wenig. Wir müssen handeln. Und die Polizei hat gestern von der ersten Minute an gehandelt. Innerhalb eines Tages
ist es möglich geworden, einiger Täter habhaft zu werden. Und wenn sich hier die Verdachtslage bestätigt, können wir von einem großen Erfolg sprechen. Gestern war ich anlässlich meines Besuchstages, Einsatztages hier im Burgenland, unter anderem auch in Nickelsdorf, wo zurzeit immer wieder tagtäglich Flüchtlinge ankommen und von der Polizei und dem Roten Kreuz erst versorgt und erst betreut worden werden. Dort in Nickelsdorf hat den Herrn Landespolizeidirektor und mich diese schreckliche Nachricht ereilt. Und ich konnte hier von der ersten Sekunde an miterleben, wie höchst professionell und kompetent hier gearbeitet worden ist. Die ersten Maßnahmen eingeleitet worden sind, ein Krisenstab sowohl hier im Burgenland, in der Landespolizeidirektion, aber auch im Innenministerium, in der Zentrale eingerichtet worden ist. Wie sofort die Zusammenarbeit zwischen der Staatsanwaltschaft und der Landespolizeidirektion und dem Landeskriminalamt Burgenland und Niederösterreich funktioniert hat. Und deswegen war es mir auch persönlich wichtig, ein Herzensanliegen von mir, heute hier dem gesamten Team, der Landespolizeidirektion, dem Herrn Landespolizeidirektor voran und dem gesamten Team, vor allem aber auch dem leitenden Staatsanwalt und seinem gesamten Team, ein herzliches Danke sagen für diese kompetente und professionelle Arbeit, die zweifelsohne nicht einfach ist. Derartige Tragödien machen auch Staatsanwaltschaft und Polizei betroffen. Und auch wenn hier Betroffenheit herrscht, heißt es, funktionieren zu müssen, hier einen Schritt nach dem anderen zu setzen, um den Schleppern habhaft zu werden. Und ich glaube, die letzten Stunden haben hier gezeigt, dass Professionalität an erster Stelle war, dass hier nicht nur national gut gearbeitet worden ist, sondern international, nämlich mit unseren ungarischen Kollegen, wo ich auch an unsere Kooperationspartner in Ungarn, an das Ministerium, an die Polizei von Ungarn ein herzliches Danke sagen darf für diese wirklich enge und gute und professionelle Zusammenarbeit. Could the Minister give us a little time in English, please? Was wollen Sie wissen? Eine Frage? Just a little in English. Just a little bit of your statement. Wenn geht später, weil dann die österreichischen Medien relativ rasch auch noch die Details brauchen wieder nach. Okay. Dann machen wir zuerst die österreichischen. Ja. Zur Todesursache und zur Basis für die Abwürfe, nämlich welche Vorwürfe das sind, die jetzt gegen die Schlepper, gegen die Täter erhoben werden, etwas sagen. Also einerseits, wie sind die Menschen ums Leben gekommen? Andererseits, was wird den Schleppern vorgeworfen? Zur Todesursache kann man zum jetzigen Zeitpunkt keine konkreten Aussagen machen. Wir haben natürlich versucht, diesen LKW erst zu untersuchen. Wir haben festgestellt, dass zumindest im Bereich der seitlichen LKW-Wände, der Verkleidung, keine Luftzufuhr möglich war. Ob tatsächlich über das Kühlsystem des LKWs, ob über das Dach des LKWs hier Vorsorge getroffen worden ist, dass Luftzufuhr möglich ist, das können wir zum jetzigen Zeitpunkt nicht ausschließen, das können wir auch nicht bestätigen, aber ich gehe davon aus, dass doch eine gewisse Wahrscheinlichkeit dafür spricht, dass die Menschen in diesem LKW erstickt sind. Zur juristischen Grundlage der Verdachtslage, die reicht von der Schleppung über die vorsätzliche Gemeingefährdung mit Todesfolgen bis hin zum Mord. Das ist ein relativ breites Spektrum. Allerdings wollen wir gerade in dieser Anfangsphase diesen Vorgang umfassend behandeln und eine Konzentration der Ermittlungsrichtung wird dann vielleicht schon nach Vorliegen der ersten gerichtsmedizinischen Ergebnisse möglich sein. Es gibt teilweise Spuren auf der Außenwand, die aber deren Ursache derzeit noch nicht verifiziert sind. Es kann durchaus auch sein, dass das
ältere Spuren sind, dass es eine, schaut aus wie eine Schleifspur, es könnte auch von einem Verkehrsunfall herrühren. Sie haben von 4 Personen gesprochen und 3 sitzen in Ungarn in Haft, habe ich das richtig verstanden? Die 4. ist noch flüchtig. Die Situation, was die Haftsituation der Personen betrifft, ist jene, dass wir im Laufe des gestrigen Abends, der gestrigen Nacht und auch des heutigen Vormittages, dass in Ungarn mitunter bis zu 7 Personen in Haft genommen worden sind, um einfach hier das Umfeld relativ rasch und im Detail abzuklären. Die Ermittlungen konzentrieren sich aber jetzt im Wesentlichen auf diese 3 von mir genannten Personen. Was heißt bis zu 7? Jetzt 3. Und die anderen sind wieder freigelassen worden? Die sind zum Teil wieder freigelassen worden. Ich habe nicht verstanden, die Spuren am LKW außen könnten von einem Verkehrsunfall stammen, aber man müsste doch sehen, ob ein Befreiungsbesuch von innen vom LKW stattgefunden hat. Zur Untersuchung des LKWs umfassend wird von der Staatsanwaltschaft ein Kfz-technischer Sachverständiger bestellt werden. Und bevor wir von diesem nicht wirklich aussagekräftige Ergebnisse kriegen, wie diese Spuren zustande gekommen sind, möchten wir eigentlich Fragen in diese Richtung und Spekulationen vor allem nicht nähern. Gehen wir bei den Verhaftungen von Hintermännern aus oder gehen wir von anderen aus? Also bei diesen Verhaftungen geht man, ich habe es vorhin erwähnt, auf der einen Seite vom Besitzer, vom Eigentümer des Fahrzeuges aus und von den zweiten zwei Verhaftungen geht man davon aus, dass das jene Personen waren, die möglicherweise oder mit ziemlicher Sicherheit das Fahrzeug gelenkt haben. Wenn man Schlepperorganisationen kennt, dann sind es die untersten 2 Ebenen einer organisierten Kriminalitätsstruktur. Was weiß man über die Route? Die Route zeichnet sich dermaßen ab, dass hier verifiziert ist, dass das Fahrzeug am Mittwoch, wie gestern bekannt gegeben ist, in den frühen Morgenstunden in Ungarn gestartet ist, südlich von Budapest, dass es gestern, wie bekannt wurde, im Bereich Neusiedl-Bahndorf aufgefunden worden ist und dass das Fahrzeug mit ziemlicher Sicherheit bereits 24 Stunden dort gestanden ist. Können Sie irgendwas zum Todeszeitpunkt Das ist für uns eine ganz zentrale Frage. Die wird im Rahmen der Obduktion durch die Gerichtsmedizin zu klären sein. Das wird aber einige Tage dauern, weil es schon ein logistischer Aufwand ist, eine derartige Anzahl von Leichen zu obduzieren. Vorher möchten wir eigentlich zu dieser Frage keine Angaben machen, weil das eigentlich nur unseriöse Vermutungen werden. Wir haben gesehen, dass bereits die ersten Leichen abtransportiert wurden Richtung Wien. Können Sie uns sagen, wo die hingebracht werden? Wird das alles zentral in der Gerichtsmedizin stattfinden oder müssen Sie allein aufgrund der Anzahl die eventuell verteilen auf mehrere Stellen? Wie kann man sich das vorstellen? Also unser Auftragnehmer für die Durchführung der Obduktionen ist das Department für Gerichtsmedizin in Wien. Mit welchen Kräften und an welchen Orten sie die Obduktionen durchführen, das ist letztendlich Sache des Leiters dieser Institution und da möchten wir auch gar keinen Einfluss drauf nehmen. An die ungarische, österreichische Grenze werden Sie richtiger Kontroll beim Kraftwagen machen? Ich habe jetzt die Frage akustisch nicht verstanden. An die ungarische, österreichische Grenze Wenn ich die Frage so verstehe, ob wir vor Ort direkt an der Grenze Grenzkontrolle machen werden, so kann ich das ausschließen. Wir werden aber unsere Kontrollen im flächigen Bereich, im Hinterland massiv verstärken. Wir haben diesbezüglich auch im Krisenstab hier im Burgenland, im Krisenstab, im Innenministerium bereits eine Akkordierung gefunden und wir werden heute noch Kräfte aus anderen Bundesländern anfordern, sodass wir mit heute und morgen unsere Kräfte im Bezirk Neusiedl am See verstärken werden, um in der Fläche des Bezirkes eine höhere Kontrolldichte erreichen zu können. Haben Sie schon irgendwelche
Anhaltspunkt dafür, warum diese makabre Tatsache existiert, dass es scheinbar einen grauenhaften Leichentransport von Ungarn nach Österreich gegeben hat. Das ergibt ja überhaupt keinen Sinn, wenn man die Sachlage so betrachtet. Haben die Ermittlungen darauf irgendeinen Erklärungshinweis? Derzeit keinen. Haben sich die Täter schon in irgendeiner Art und Weise geäußert, zu Motiven irgendetwas zugegeben? Haben Sie da irgendwelche Informationen von der ungarischen Polizei? Das ist wirklich Gegenstand von laufenden Ermittlungen. Wir kooperieren sehr intensiv mit ungarischen Kollegen. Es sind gestern am Abend noch weitere zwei Kollegen von Ungarn nach Österreich gekommen, um hier diesen Fall wirklich in kooperativer Art und Weise aufzuarbeiten. Wir warten, wie der Herr Staatsanwalt gesagt hat, hier die Auslieferungen ab. Natürlich gibt es vor Ort auch Befragungen durch die ungarischen Kollegen, aber hier tatsächlich verifizierte, verlässliche Auskünfte zu machen, das ist der Zeitpunkt einfach zu früh. Auf einen bulgarischen Schlepperin, habe ich Sie richtig verstanden? Es gibt durch die Nationalität, durch die Zugehörigkeit dieser Personen, durch die Staatsangehörigkeit dieser Personen natürlich einen Hinweis, dass es hier im Umfeld eines bulgarisch-ungarischen Schlepperringes stattgefunden hat, diese Tat. Könnten Sie noch einmal sagen, wie Sie die Leichen identifizieren, was Sie tun, um die Familien zu finden und auch was passiert dann mit den Leichen, was macht Österreich mit den Menschen, wo keine Angehörigen gefunden werden können, wo man nicht weiß, wer die sind? Das weitere Prozedere und die Vorgehensweise wurde jetzt im Hinblick auf die Verbringung der Leichen nach Wien in die Gerichtsmedizin bereits bekannt gegeben. Dort wird die Obduktion stattfinden. Nach dieser Obduktion und nach der Feststellung der Todesursache werden wir dann gemeinsam mit Wien, auch mit der Bestattung Wien möglicherweise, klären, wo wir die Leichen und die Leichname unterbringen. Wir werden in weiterer Folge natürlich durch unsere Arbeit, durch die Abnahme von erkennungsdienstlichen Merkmalen hier versuchen, eine Zuordnung stattfinden lassen zu können. Wir brauchen aber natürlich hier Angehörige, daher auch der Aufruf hier über die Hotline, sich zu melden, wenn Menschen vermisst sind. Und am Ende des Tages wird man, aber da sind wir noch lange nicht, wird man dann beurteilen müssen, wie man in weiterer Folge mit Menschen umgeht, die hier zu Tode kommen, wo sich keine Angehörige finden werden. Ich gehe davon aus, dass sie am Ende des Tages auch hier im Burgenland, im Bereich der Gemeinde, wo sie aufgefunden worden sind, auch bestattet werden müssen. Können Sie noch etwas zu den Haftbefehlen sagen? Sie hatten vorhin 4 Haftbefehle erwähnt, 3 Personen sind festgenommen, 4 weitere sind wieder freigelassen. Habe ich das richtig verstanden, dass die 4 Freigelassenen, da ist nicht die 4. Person darunter, die gegen die Haftbefehl besteht? Und die 4. Person, ist das jemand aus einer anderen Ebene als den beiden unteren Ebenen, die Sie vorhin erwähnt haben? Das ist durchaus richtig, was Sie sagen, was Sie zitiert haben. Ich habe das schon vorhin angesprochen. Wir haben insgesamt, oder die ungarischen Kollegen insgesamt im Laufe des Abends, des heutigen Tages, 7 Personen festgenommen, die durchaus in das Umfeld dieses Fahrzeughalters zuzuordnen sind, wo aber aus dem jetzigen Ermittlungsstand heraus zu erkennen ist, dass wir uns auf diese 3 Personen, was diese konkrete Tat betrifft, zu konzentrieren haben und wir uns auf diese Personen jetzt konzentrieren. Welche Konsequenzen ziehen Sie denn aus diesem Vorfall? Wollen Sie jetzt verstärkt Kontrollen an der Landesgrenze durchführen oder geht alles weiter bisher? Aus polizeilicher Sicht ist für uns es derzeit, und ich glaube, die letzten Tage und die letzten Wochen haben es gezeigt, eine Riesenherausforderung, vor allem speziell im Burgenland, die Flüchtlingsströme zu bewältigen. Wir verzeichnen gerade in dieser Woche und daher auch der Besuch gestern mit der Frau Innenminister in Bezirk Neusiedl am See in Nickelsdorf, um sich auch ein Bild von der Sachlage zu machen. Wir verzeichnen trotz hoher Zahlen in dieser Woche speziell Anstiege. Wir haben hier im Burgenland täglich bis zu 400 Personen, die aufgegriffen werden, die als Flüchtlinge, als Asylwerber sich zu erkennen geben, die wir administrieren müssen. Wobei wir noch nicht davon sprechen, dass wir hier repressive Maßnahmen setzen, sondern davon sprechen, dass wir den Erstkontakt herstellen, dass wir diese Personen versorgen, dass wir diese Personen unterbringen, dass wir diese Personen erst befragen, dass wir diese Personen Eurodac behandeln und in weiterer Folge in die Obhut der Asylämter übergeben.
In weiterer Folge sind natürlich auch, und das ist auch unsere Aufgabe als Exekutive, ist es erforderlich, hier entsprechende repressive Maßnahmen, Kontrollmaßnahmen zu setzen. Und hier ist es im Speziellen auch aufgrund des Anstieges dieses Flüchtlingsstromes, auf der Zunahme dieses Stromes zurückzuführen, dass wir unmittelbar ab diesem Wochenende mit Kräften aus anderen Bundesländern verstärkt werden. Wir werden heute die Anforderung stellen, wir werden während dieses Wochenendes noch versuchen, 30 Kollegen aus anderen Bundesländern in das Burgenland zu bekommen. Wir wollen ab Montag weitere 30 Kollegen im Burgenland haben. Wir haben heute Vormittag eine Besprechung mit dem österreichischen Bundesheer gehabt, wie im administrativen Bereich, in Bereichen, wo wir nicht davon reden, dass wir eine Kontrollsituation haben, nicht davon reden, dass wir Menschen festnehmen möglicherweise, dass wir kontrollieren, wie uns das österreichische Bundesheer in diesem administrativen Bereich unterstützen kann. Und ich gehe davon aus, dass diese Unterstützung auch während des Wochenendes beginnen wird, sodass ich hoffe, dass wir für die nächsten Wochen gewappnet sind, diese Flüchtlingsströme, auch die Situation zu bewältigen, weil eines ist eine ganz wesentliche Herausforderung für uns. Wir müssen verhindern, dass vor der kalten Jahreszeit, vor dem Winter, es dazu kommt, dass Flüchtlinge, Asylsuchende, so wie jetzt in Nickelsdorf, unter dem Flugdach, unter dem freien Himmel praktisch warten müssen auf ihr Verfahren. Wissen Sie, diese Flüchtlinge waren aus Syrien oder auch die anderen Staaten auch? Unser Erkenntnisstand derzeit ist, dass im Reisebus, im LKW ein syrisches Reisedokument gefunden wurde, das jetzt den Schluss möglicherweise zulässt, dass natürlich Syrer darunter waren. Ob alles syrische Staatsangehörige waren, kann man zum jetzigen Zeitpunkt nicht sagen. Herr Fuchs, wenn die 21 Menschen zu Tode gekommen sind, wollen Sie künftig dann auch die LKW öffnen, die über die Grenze kommen aus Ungarn? Ich habe das gestern schon erwähnt, wenn wir natürlich Kontrollen machen und wir auch LKW-Kontrollen, wobei ich auch heute und hier bemerken möchte, dass dieser LKW kein typischer, aus unseren Erkenntnissen bis dato, kein typischer LKW ist und war, mit dem Schleppungen durchgeführt werden, an und für sich sind das kleinere Fahrzeuge in kleineren Gruppen. Natürlich, wenn wir Kontrollen machen, werden auch und finden auch Fahrzeugöffnungen auch jetzt schon statt. Ich möchte aber trotzdem dazu bemerken, dass an dieser Route, an dieser Autobahnroute, an dieser Verbindungsroute von Osten in den Westen, an dieser A4 täglich mindestens 3000 LKWs passieren. Und wir nicht, und das ist, ich glaube, es leuchtet jedem ein, nicht in der Lage sind, jeden LKW auf dieser Route lückenlos zu kontrollieren. Wenn diese 71 Opfer nicht in Österreich zu Tode gekommen sind, sondern außerhalb Österreichs und auch die Täter keine Österreicher sind, kann man ja davon ausgehen, dass die Anklage auch nicht in Österreich stattfinden wird, oder? Sie ziehen auf die Frage der Zuständigkeit ab. Nach den momentanen Gegebenheiten gibt es überhaupt keinen Zweifel, dass die Staatsanwaltschaft Eisenstadt für die Bearbeitung und für die Aufarbeitung dieses Falles zuständig ist. Wir nehmen diese Aufgabe ernst. Wir lassen nichts unversucht, um diesen wirklich dramatischen Vorfall lückenlos und qualitätsvoll aufzuarbeiten. Bitte haben Sie Verständnis, dass wir uns derzeit mit potenziellen Zuständigkeitsfragen, die vielleicht in der Zukunft irgendwann einmal auftauchen könnten, im Moment nicht befassen. For the Interior Minister, if you'd had border controls, you might have spotted that something was wrong with the truck. Does what's happened make you reconsider the EU's open borders? Österreich hat hier nicht vor, strikte Grenzkontrollen zu machen. Was wir machen, sind Grenzraumkontrollen und es sind ja 1350 fremdenpolizeiliche Beamte im Dienst, die rund um die Uhr kontrollieren und die vor allem auch
verstärkt werden durch die Landesverkehrsabteilungen der Länder, als auch durch den normalen Streifendienst. Ich halte auch nichts davon, Grenzkontrollen zu machen. Viel wichtiger ist es hier, die EU-Außengrenzen zu sichern und dort sichere Anlaufstellen zu schaffen. Sichere Anlaufstellen, wo hier sofort differenziert wird zwischen Kriegsflüchtlingen und Auswanderern aus wirtschaftlichen Gründen. Mit derartigen Anlaufstellen können wir sofort den Flüchtlingen Schutz geben und der innereuropäischen Schlepperei den Nährboden entziehen. Deswegen ist hier die Europäische Union auch gefordert, diese Anlaufstellen so rasch als möglich auch umzusetzen, um hier Leben zu schützen. Sie sagten bitte vorher, dass das Fahrzeug südlich von Budapest eventuell losgefahren sein könnte. Kann man den Ort präzisieren und wird zurzeit aktiv vor Ort geguckt, ob es Angehörige, Freunde, Bekannte gibt, die diese Menschen kannten? Natürlich, das sind natürlich im Detail Ermittlungsfragen, die sich jetzt im Konkreten auf Einzelheiten beziehen. Ich möchte nochmal betonen, dass ich jetzt keine Ermittlungsschritte, keine Ermittlungsdetails bekannt geben möchte und bekannt geben kann. Ganz wesentlich, und das ist der zweite Teil der Frage, ist für mich jetzt diese Hotline. Hier sollen sich Menschen melden, die Menschen vermissen, die Menschen suchen. Und ich glaube, dann sind wir bemüht, und das ist auch ein wesentlicher Faktor für uns, neben der Aufklärung der Tat, dass wir am Ende des Tages auch hier Zuordnungen treffen können, sagen können, wer waren diese Menschen, die hier zu Tode gekommen sind. Es geht doch nicht nur um Ermittlungen, es geht doch darum, jetzt die Opfer sehr, sehr schnell identifizieren zu können. Und Sie können doch jetzt nicht verlangen, dass südlich von Budapest, falls es da zum Beispiel eine Ansammlung von Flüchtlingen gibt, dass die jetzt eine Hotline im Burgenland anrufen. Also was wird getan, dass man diese Leute sehr schnell identifizieren kann? Die Hotline im Burgenland hat sich auch deshalb ergeben, weil der Bedarf gegeben ist. Ja, wir haben gestern selbst bei uns in der Landespolizeidirektion Burgenland bis spät in den Abend hinein Anfragen gehabt, die wir auch kanalisieren müssen und die wir auch professionell abarbeiten wollen. Daher auch diese Hotline, weil sich durchaus Menschen melden, die hier Menschen vermissen. Darüber hinaus gebe ich Ihnen recht, sind wir gefordert, hier offensiv auch an in Bereiche heranzugehen und offensiv hier diese Sachfrage aufzunehmen. Das werden wir tun und wir sind bemüht. Und wir nehmen ja auch erkennungsdienstliches Material in der ersten Phase ab und wir sind dann in der zweiten Phase bemüht, natürlich auch hier Vergleichsmaterial am Ende des Tages zu bekommen, um diese Personen zuordnen zu können. Question in English, Hungary. Could you clarify how many people were arrested, their nationalities, and also the owner of the truck, what nationality was him, and also the chauffeurs, what nationality were they? We arrested three people in Hungary, three suspects. One of them seems to be the car holder. He is of Bulgarian-Lebanese nationality. The other two suspects which are arrested are of Bulgarian nationality, and the other one has an Hungarian identity card. These are the three. Hungarian identity card, yes. Ja, eine intensiv genutzte. Haben Sie aus anderen Vorfällen und Unfällen jetzt eine Schätzung der Dimension des Phänomens? Ich glaube, eine Schätzung der Dimension der Fluchtbewegungen entlang dieser Route lässt sich ja durchaus auch aufgrund der Asylsuchenden hier festzumachen. Wir sind in Österreich nicht nur durch diese Route hier entlang der A4 betroffen, wir haben noch eine Schlepperroute, die über Tirol, über den Brenner geht. Uns ist aber bewusst, wir haben ganz massive Steigerungen. Wir hatten im vorigen Jahr nur allein bei uns im Burgenland 4.500 Asylsuchende aufgegriffen und wir haben bis zum jetzigen Zeitpunkt bereits über 12.000
Asylsuchende aufgegriffen. Tendenz steigend und davon abzuleiten natürlich, um auf Ihre Frage zu kommen. Natürlich ist es eine sehr, sehr intensiv genutzte Flüchtlingsroute mit Zielrichtung nicht nur Österreich, auch mit Zielrichtung Deutschland und in den Norden Europas. Hat der Besitzer des Fahrzeuges das Fahrzeug als gestohlen gemeldet oder weiß man etwas über seine Erklärungen, wo er der Meinung war, dass sich das Fahrzeug befindet? Hier gibt es zwar erste Erkenntnisse, mein Wissensstand ist jener, dass das Fahrzeug nicht als gestohlen wurde. Alles andere sind laufende Ermittlungen, da kann ich Ihnen jetzt dazu keine Auskunft geben. Die drei, die in Haft sitzen und der eine, auf den noch ein Haftbefehl ausgestellt wurde, wie alt sie sind? Da kann ich Ihnen ebenfalls keine Auskunft geben über das Alter. Haben Sie den Eindruck, dass die Zuströme zugenommen haben seit seit Ungarn diesen berüchtigten Zaun baut? Ich glaube, dass das ganz ein wesentlicher Faktor ist, die Ankündigung jetzt in Ungarn diesen Zaun zu bauen, diesen Zaun möglicherweise auch entsprechend zu nutzen, dass sehr viele Menschen, die sich jetzt auf dem Weg nach Europa befinden, hier noch versuchen, bevor dieser Zaun wirklich aktiv ist, in all seinen Facetten hier nach Österreich, nach Deutschland, nach Europa zu kommen. Just a follow-up question. Sky Italy, a question in English for the Minister, please. When you talk about European Union and help from European Union, which kind of help do you need? Financial help? Do you want much more control? In Austria or other member states? No, Austria. What kind of help do you need from the European Union? Not only Austria, all member states need a solution. And I think there is a solution. We have to build legal ways to Europe because with legal ways we can protect the refugees and the criminals have no chance for the business. And I think it's the best way for the refugees and for whole Europe. What about more border checks? And I think the solution is not to make more border checks. I think the best solution is to find legal ways to Europe. Because on the one side, you can protect the refugees, and on the other side, it's the best in the fight against the criminals. If you checked the truck, if there'd been a random check or a border check, your police might have found that there was something seriously wrong. Yeah, we are very sad about this horrible criminal. And we are also very sad that 71 people died. And so we have to fight against the criminals. Eine Frage an die Polizei vielleicht nochmal. Sie hatten erwähnt, dass der Halter des Fahrzeugs und der Fahrer erfahrungsgemäß die untersten Ebenen der Schlepperkriminalität sind. Könnten Sie aus Ihrer Erfahrung vielleicht schildern, wie viele weitere Ebenen es gibt und ob es Möglichkeiten gibt, derer innerhalb der Europäischen Union oder einer internationalen Zusammenarbeit habhaft zu werden? Das ist natürlich eine schwierige Frage. Verhält sich natürlich im Bereich der organisierten Schlepperkriminalität schon fast ähnlich wie bei der organisierten Suchtmittelkriminalität. Man kann auch durchaus davon ausgehen, dass hier 5, 6, 7 Ebenen vorhanden sind, die eine solche Struktur bedienen. Und wir bewegen uns hier, wie gesagt, in den untersten beiden Ebenen und es wird sehr, sehr schwierig, glaube ich, in weiterer Folge, aber wir sind bemüht, auch hier mit dem Bundeskriminalamt in Einklang und auch natürlich mit unseren Kollegen in Ungarn, hier möglicherweise in die eine oder andere Ebene vorzustoßen. Das kann ich aber zum jetzigen Zeitpunkt nicht bestätigen. Das ist spekulativ, aber weiß man schon, warum ausgerechnet an einer Parkbucht, an einer Autobahn der Wagen sozusagen entsorgt werden sollte? Gibt es da schon irgendwelche Anhaltspunkte, warum die diesen Punkt gewählt haben? Das ist, wie Sie gesagt haben, reine Spekulation. Ich kann Ihnen zu diesem Thema und zu diesem Punkt wirklich keine Auskunft geben. Sie haben ja sehr viel Erfahrung aus den Vernehmungen. Was schätzt man, dass
diese Menschen für ihre Todesfahrt auch bezahlen mussten. Ich gehe davon aus, dass der Preis für eine Schleppung aus diesen Regionen nach Europa durchaus zwischen 3.000 und 5.000 Euro ausmachen wird. Aus welchen Regionen? Aus Syrien, auf Afghanistan, aus Irak, aus diesen Bereichen. Der letzte Teil, also dieser Ungarn oder von Bulgarien oder von Ungarn nach Österreich? Ich kann jetzt keine Detailpreise für Schleppungsabschnitte nennen, aber die Erfahrung zeigt, dass wir uns für eine Gesamtschleppung in diesem Bereich bewegen. What concrete measures is the Austrian government planning against human smuggling? Against? Are there any, against human trafficking, human smuggling, trafficking of people? Im Kampf gegen die Schlepperei geht es natürlich darum, hier nicht nur national anzusetzen, sondern vor allem auch international. Was wir tun werden, ist, dass es weiterhin intensive Kontrollen im Grenzraum geben wird, dass wir auch weiterhin intensiv kontrollieren werden in den internationalen Zügen, dass wir vor allem auch unsere gesetzlichen Maßnahmen verschärfen, dass vor allem auch bei Schleppungen mit einer geringen Anzahl von Geschleppten, nämlich unter 10 Personen, hier auch die Untersuchungshaft verhängt werden kann, denn das ist das einzige Mittel, um letztendlich diese Kriminellen auch hinter Gitter zu bringen, und sie gehören hinter Gitter. Aber um langfristig den Schleppern ihre Geschäftsgrundlage zu entziehen, brauchen wir UNHCR-Anlaufstellen in den Krisenregionen, wo dann Menschen die Chance haben, auf legalen Weg nach Europa zu kommen. So schützen wir zum einen die Flüchtlinge am besten und entziehen auch den Schleppern die Geschäftsgrundlage. Eine Frage noch zum LKW. Der wurde südlich von Budapest gesehen. Weiß man irgendwie, von wo er kam? Gab es da Ansätze? Weiß man, wie lange er unterwegs war? Lässt sich das irgendwie zum jetzigen Zeitpunkt nachvollziehen? Das können wir zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht nachvollziehen. Diese Route von südlich von Ungarn herauf Richtung Hegeschalom ergibt sich aus der Autobahnaufzeichnung, aus der ungarischen Systematik entlang der Autobahn. Alles Weitere wird sich nach den Befragungen der verdächtigen Personen, so hoffe ich, ergeben. Und können Sie uns sagen, wie Sie die drei Schlepper identifizieren könnten? Die drei Schlepper wurden natürlich, nachdem wir gestern schon gesagt haben, dass wir versuchen, die Eigentümerkette, die Besitzkette des Fahrzeuges hier zu verifizieren, und weil sich jetzt abzeichnet, dass das Fahrzeug nicht missbräuchlich verwendet wurde, sondern hier tatsächlich auch der Fahrzeughalter, der derzeitige Fahrzeugbesitzer, hier Verantwortung tragen könnte, so sind wir im Wesentlichen über den Fahrzeugbesitzer in diesem Bereich vorgestoßen. Could you clarify, sorry, again, the drivers, because it's not clear for me if they were arrested or not, and their nationalities, if you... Der Fahrer ist... Es ist vermutlich der Fahrer. Nein, nicht der. Ah, ich weiß es schon. Okay. Können Sie uns sagen, wo in Ungarn festgenommen wurde? Ich kann jetzt zum jetzigen Zeitpunkt nicht konkret sagen, wo in Ungarn diese drei Personen in Haft sind. Ich gehe davon aus, dass sie in Budapest sind. Es ist ja doch recht bedenklich, wenn Sie sagen, dass Sie davon ausgehen, dass das wäre der rechtliche Inhaber dieses Fahrzeuges und der hat das hergenommen für diese Schlepperei. In Ungarn, was auch ein EU-Land ist, das sind ja schon relativ bedenkenswerte Zustände. Wie gehen Sie denn jetzt da, Frau Mitli-Leitner, auch mit den ungarischen Behörden um? Ich glaube, jetzt geht es einmal darum, den Schwerpunkt auf die gute Zusammenarbeit zu legen. Und diese Zusammenarbeit haben wir nicht nur mit Ungarn, sondern auch mit anderen Mitgliedstaaten und weit darüber hinaus. Da gibt es vertraute Ansprechpartner. Und muss sagen, die ungarischen Kollegen agieren hier auch immer
sehr kameradschaftlich und vor allem auch professionell. Sind da auch die Staaten außerhalb von der EU dann eingebunden? Wie funktioniert die Kommunikation mit Serbien oder so zum Beispiel? Generell muss man dazu sagen, dass wir in den letzten Jahren ja eine Schlepperdatenbank aufgebaut haben, eine Schlepperdatenbank, an der sich viele Mitgliedstaaten beteiligen, wo hier alle Informationen gesammelt werden, die dann auch allen zur Verfügung stehen, um eben im Kampf gegen Schlepper effektiver und effizienter vorgehen zu können. Das heißt, wichtig ist, dass diese Schlepperdatenbank natürlich mit so viel Information als möglich auch befüllt wird, damit man sie dann auch nutzen kann, um vor allem auch hintere Strukturen, hinter Männer entdecken zu können. Wissen Sie denn, ob diese drei festgenommenen Herren waren, die in der Schlepperdatenbank, waren die polizeilich bekannt in irgendeiner Art und Weise? Wir bitten Sie da um Verständnis, die Ermittlungen laufen und sobald die Ermittlungen zu Ende sind, können wir all diese Detailfragen auch beantworten. Ich glaube, es ist einfach wichtig, hier in diesem Ermittlungsfall sensibel umzugehen, um die Ermittlungsarbeit nicht zu stören. Können Sie noch eine Auskunft geben, nochmal zu den Kindern, wie alt die waren, auch zu den Lebensmonaten, weil das ist vorhin ein bisschen untergegangen. Es ist natürlich sehr schwierig, hier ganz detailliert zu sagen, wie alt die Kinder waren. Wir gehen davon aus, dass das Mädchen ungefähr ein Kleinkind 1 bis 2 Jahre alt war und dass die drei Burschen 8, 9 bis 10 Jahre alt waren. Ich meine, es bräuchte legale Wege nach Europa zu kommen. Es gibt ja jetzt schon die Möglichkeit, über Resettlement Flüchtlinge nach Europa sicher zu bringen. Sebastian Kurz meinte gestern, er wäre für Resettlement und den Ausbau von Resettlement. Was sagen Sie dazu? Gibt es da irgendwelche Pläne? Es gibt ja bisher nur 1500 Resettlement-Flüchtlinge, von denen sind auch noch nicht alle da. Österreich hat bereits vor mehr als einem Jahr ein ganz klares Konzept auf europäischer Ebene präsentiert, nämlich unser Konzept Save Lives, Leben retten, wo es uns darum geht, über UNHCR Anlaufstellen in den Krisenregionen Menschen, die Chance auf Asyl in Europa haben, auf legalem Weg nach Europa zu bringen und dann im Rahmen eines fairen Verteilungsschlüssels auf alle Mitgliedstaaten zu verteilen. Aber ist das jetzt schon möglich, ohne Lizenz? Ja, wenn Sie so wollen, das ist eben ein umfassendes Resettlement-Programm, von dem wir sprechen. Der erste Anfang muss gemacht werden, jetzt mit Anlaufstellen direkt an den EU-Außengrenzen, wo hier eine vollkommene Registrierung erfolgen muss. Aber das ist ja jetzt schon möglich. Also man braucht ja sozusagen nicht neue Strukturen zu schaffen, um genau das zu machen, was Sie fordern. Egal über welche Konzepte wir diskutieren, der Schlüssel für alle Lösungen wird eine faire Quote für alle 28 Mitgliedstaaten sein. Das heißt, es braucht keine neuen Strukturen, es braucht einfach eine Quote. Als Grundlage braucht es hier eine Quote. Administrativen Tätigkeiten, was kann man sich da konkret vorstellen? Ganz Orte oder? Im Bereich dieser administrativen Tätigkeit des Bundesheeres kann man sich Unterstützungsleistungen im Bereich von Transporte vorstellen, Unterstützungsleistungen im Bereich des Sanitätsdienstes, Unterstützungsleistungen im Bereich von Essensausgaben. In diesem Bereich sollte die Unterstützung des österreichischen Bundesheeres stattfinden. Keine Kontrollen. Keine Kontrollen.